Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo, liebe Herz, Seele, Ball-Freunde. Es geht wirklich rasant auf die 1000 zu und das ist die Ausgabe für Donnerstag. Zunächst einmal hier in meiner kleinen Lokalzeitung. Große Titelgeschichte, die Grotenburg ist wieder da. Das ist das Stadion von Uerdingen, von Krefeld, direkt am Zoo. Ja, das ist aufwendig saniert worden. Einige Jahre lang stand es sozusagen wirklich nur unter dem Aspekt Baustelle auf dem Zettel. Jetzt kann man wieder Fußball spielen, allerdings in sehr niedrigen Fußballgefilden. Die Grotenburg, für mich Erinnerungen, als Bayer 05 Uerdingen in der Bundesliga spielte und man auf wahnsinnig tolle Ideen gekommen ist, nämlich vor dem Spiel hat man Elefanten zum Elfmeterschießen antreten lassen. Undenkbar heutzutage. Der Zoo direkt nebenan, der Elefant kam ins Stadion, der Ball wurde auf den Elfmeterpunkt gelegt und dann ging's los. Heute darf man als Reporter nicht mal mit einem Fuß auf den Rasen und es kommt einer und macht Theater. Und damals Elefanten. Ich weiß nicht, ob Martin euch das gezeigt hat, ich glaube ja. Ich habe das mal abgefilmt hier aus der Lokalzeitung. Ist ja immer noch ein Stadion mit Charakter. Und das war das Stadion, in dem wir Sportreporter als erstes etwas zu essen bekamen. Das hört sich jetzt komisch an, aber heutzutage ist das auch gang und gäbe, wenn du als Mitarbeiter eines Senders, außer in der Pandemiezeit, irgendwo hinkommst, dann gibt es ein kleines Buffet oder auch was Warmes zu essen, Getränke, Kaffee etc. pp. Das war nicht immer so. Und in Uerdingen, ausgerechnet in Uerdingen, gab es als allererstes ein kleines Buffet mit Kartoffelsalat und Frikadellen und Bockwürstchen. Und deswegen sind wir, als ich damals in den 70er Jahren bei WDR Sport und Musik gearbeitet habe, besonders gerne nach Uerdingen gefahren, weil es gab halt Kartoffelsalat. Wie komme ich jetzt vom Kartoffelsalat auf Man City? Nun, indem man einfach sagt, es war, ich zitiere, ein Spiel von einem anderen Stern, Spektakel pur. Ich habe nur die letzten 10 Minuten sehen können, weil ich auf dieser Lesung war mit Wolfgang Bosbach. Vielleicht, lieber Martin, kannst du das Foto nochmal zeigen. Wolfgang Bosbach und Uli Potowski verkaufen Bücher. 52, ein Jahrgang, zwei Leben. Ja, ab und zu kauft auch mal einer ein solches Buch. Und ich habe dann die letzten 10 Minuten noch gesehen und war fasziniert. Auch der Elfmeter von Benzema, sowas von frech. Er hatte vorher 2 Elfmeter verschossen. Und dann schlänzt er den Ball so in die Mitte des Tores. Also wenn das schief gegangen wäre, oh Gott, das hätte negativ Schlagzeilen gegeben. Aber so wird er überall gefeiert. Also das ist verrückt. Wenn du Erfolg hast, darfst du eigentlich alles machen. Aber was ich gesehen habe, leider nur diese 10 Minuten und später auch den Zusammenschnitt nochmal, das war schon faszinierender Fußball. Und der eine oder andere, habe ich heute gelesen im Internet, der sonst immer schimpft auf Man City und auf das viel Geld, was da ausgegeben wird. Und da schreibt der eine oder andere, naja, das ist dann vielleicht doch manchmal jeden Cent wert. Ich zucke dazu nur mit den Schultern. Heute Abend spielt Liverpool gegen Villarreal. Ihr wisst schon, liebe Bayern-Fans, gegen die seid ihr ausgeschieden. Und Jürgen Klopp mahnt, wir dürfen die Fehler nicht wiederholen, die die Bayern gemacht haben. Morgen werden wir es wissen, hier in unserem kleinen Podcast, ob die Fehler wiederholt wurden oder nicht. Ich glaube, das wird trotzdem ein sehr schweres Spiel. Liverpool ist natürlich Favorit, aber was soll ich euch sagen? Im Fußball ist, Gott sei Dank, ja, alles möglich. So, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt und ich finde es immer wieder schön, mich zu erinnern an solche Geschichten wie die von Bayer Uerdingen. Ach ja, Tobi hat mir noch geschrieben, muss ich immer sagen, sonst kriege ich Ärger mit ihm, am Wochenende ist der Betzenberg wieder ausverkauft. 45.000 werden erwartet. Die sind immer noch in einer gewissen Aufstiegseuphorie. Wenn das mal gut geht, kann auch noch schief gehen. Kann auch nur Relegation werden. Und für Schalke gilt das Gleiche in Sandhausen. So, in diesem Sinne, wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt Herz, Seele, Ball. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten. Komm, wir trinken noch ein Pülliken.
Das kleine Hellwir, das aus der Reihe tanzt. Jetzt bei der Telekom. Mit Magenta TV Netflix das perfekte Angebot für unbegrenztes Film- und Serienvergnügen sichern. Freut euch auf Highlights wie Stranger Things, The Crown und Inventing Anna. Und alle Vorteile von Magenta TV. Jetzt einsteigen und bei Magenta TV Netflix über 215 € sparen. Nur bis zum 31. Mai bei der Telekom.